die deutsche Kultur der Einwanderer. Blumenau hat erstaunlich viele Gemeinsamkeiten mit Köln. Das zentrale Einkaufszentrum der Stadt heißt tatsächlich Neumarkt. Und natürlich findet sich dort auch Kölsch. Blumenau wird wie Köln von einem großen Fluss dominiert, der auch hier regelmäßig über seine Ufer tritt und für Überschwemmungen sorgt. Außerdem gibt es auch in Blumenau die Heinzelmännchen. In den Souvenirshops der Stadt wird viel deutsche Musik verkauft, auch solche aus dem Rheinland. 1, 2, 3! Deutsche Musik, die wird hier in Brasilien vor allem dann gespielt, wenn das jährliche Oktoberfest stattfindet. Mit 700.000 Besuchern ist es das größte Volksfest in Brasilien nach dem Karneval in Rio. Wegen des großen Andrangs wurde inzwischen diese Kulissenstadt im deutschen Stil gebaut. Im Oktober ist es hier brechend voll. Mittlerweile kommen aber das ganze Jahr über Touristen nach Blumenau. Viele von